Lass uns auf jeden Fall noch dieses Video angucken. Aus Versehen Kamera im Call anmachen. Das Ich Lied. glaube, ich sag ehrlich, das ist genauso lustig. Das ist bestimmt genauso lustig und noch lustiger als das letzte Video. Von Carlo Steffens ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Er piekt vom Fenster und analysiert die Lage genau. Danach beschwert er sich für nichts in einen hohen Ton. Und dann zückt er direkt das Handy und bedroht die Leute mit der Polizei. Like das Video und bitte abonniere mich, weil viele haben nicht abonnieren gemacht, weil like abonniere mich, oder? Komm, Support, wie kann man dir helfen? Hallo? Ja. Okay, Part 2. Intro habe ich gar nicht verstanden, aber versteht man bei meinen Videos auch nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber zweiter Teil, aus Versehen Kamera im Call anmachen, Prank. Das ist der Prank. Okay. Ich höre dich, ja. Ich würde gerne bei Ihnen einreisen, wenn es okay wäre. Der hat was, Digga, hä? Der sogar dieses Abonnieren machen hat, der von Kleckmeier, Bruder, alles, der Titel, Intro, alles. Oh mein Gott. Der hat alles von dem, was? Echt? Warte. Wie schreibt man den mit zwei? Ich habe hier schon von gegoogelt. Was geht, YouTube? Ihr werdet sofort merken, ein ganz besonderer Server ist heute auch dabei. Für den deswegen verstehe ich das, weil er auch immer so SpongeBob-Sachen einblendet. Ich habe kurz... Großstadt. Jetzt verstehe ich das. Weil er das so macht mit diesen ganzen Memes und so. Was? Und diese Einspieler. Geil. Ja, das sieht mir und Steifen. Oh mein Gott. Jetzt habe ich es gecheckt. Bro, das ist ja einfach übel unangenehm. Geil aus, ja. Da hab ich Bock drauf, Jungs und Mädels. Ja. Aber bei dem ist es gut gemacht. Es ist halt, also diese Memes passen ja voll. Lass uns das Video später gerne angucken. Aber Bro, das ist halt, es ist halt so schlecht gemacht. Ich bin neu, ich kenne mich noch gar nicht aus und dachte, ich komme einfach mal hier hin. Bist du ein YouTuber? Nee. Warum? Machen wir so. Also, wie reißt man bei Ihnen ein? Du musst warten und dann und dann geht das. Ach so, der hat Fußkamera aktiviert, jetzt verstehe ich das. Geile Cam aber auch, die fühle ich. Meine Cam ist? Wie, meine Cam ist an? Nee, alles gut, der Kollege hat sich vertan. Digga, was macht meine Cam da unten? Ich betäube meine Sinne. Also bei Ihnen kann man jetzt nicht einreißen, ich oder? Okay, ich muss zugeben. Achso, ich wollte gerade sagen, das mit der Cam ist lustig, aber wenn es halt nicht seine Idee war, dann... Bruder, oh Mann, Digga, Cam auch geklaut. Digga! Du siehst aus wie Riton, ne? Riton? Ja. Da leck mir doch den Knödel, also wie Riton sehe ich doch nicht aus. Jemand hat mich gerufen. Ich bin wieder da. Also würdet ihr sagen, auf jeden Fall macht Spaß bei euren Server. Der hat so einen PC, Bruder. Wie will denn der auf dem Ding überhaupt GTA-RP zocken, wenn er nicht mal die Aufnahme machen kann, ohne dass das im Hintergrund, also ohne dass die Aufnahme laggt, Bruder. Guck mal, der ist hier, das ist da. Ja, bei Gott, ne, wie kannst du dir da beides Lachen verkneifen? Ich weiß nicht, wie du das schaffst. Bei was meinst du? Egal. Digga, was meinst du? Ja, mein Kollege ist ein bisschen betrunken heute, der... So Jungs, willkommen in der Einreise. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja. Sieht das hallo? So scheiße aus. Hört ihr mich? Freezy. Ja, hallo? Jo, wie kann man dir helfen? Ich bin neu auf dem Server und ich wollte fragen, wo man jetzt genau die Einreise macht. Das verstehe ich, aber ich bin allgemein neu im GTA-RP-Szene. Ich wollte fragen jetzt, wie man was macht. Und Discord mich auch noch nicht so oft. Oh, wie geil, Digga. Darf ich Screenshots machen, Bruder? Von was? Was? Machen wir die Einreise jetzt hier, oder? Liegt er sich? Scheiße, Bruder, ey, diese Socken, ne? Ich glaube, ich hab die auch. Ja, okay, also das ist schon lustig, aber Bro, wenn es halt einfach geklaut ist, dann weiß ich nicht. Bruder. Das passt halt wieder von hinten nicht, Digga. Herzlich willkommen, unser Baut, wie kann ich da was helfen? Ich würde hier gerne einreisen, wenn es möglich wäre. Also, ich muss Real Talk sagen, das Video ist besser als das erste Video, weil, Digga, das erste Video, da waren ja die Memes komplett, Digga, also das war wie, als würde ich ein Video bei ApoRed drehen und, Bruder, und ich blende Memes von irgendeinem russischen Oligarchen ein oder irgendwas komplett randommäßiges.
Oder sogar wirklich, no joke, wenn ich ein Video machen würde und ein Toastbrot filmen würde, was umfällt, wäre lustiger als das erste Video von dem. Sorry, aber das erste Video war richtig komisch. Sweet. Wie bitte? Nee, ich bin, Achso, hier macht man nicht die Einreise. Nee, du musst auf unserem Server connecten. Ja. Und dann IC in der Einreise. Achso, hier ist nur so mäßig zum Fragen stellen. Okay, Digga, Aquano. Da habe ich jetzt unnötig lang gewartet. Aber solange ich hier bin, ich hätte noch ein paar Fragen. Ja. Das mache ich eigentlich bei jedem Server. Und zwar, was unterscheidet sich euer Server zu den anderen? Das würde mich ja immer so interessieren. Zu den anderen. Game gibt's halt, ne? Baumi, danke schön. So wie auf anderen Servern. Boah, da leck mir die Klöten wund, ehrlich. Ja, das gibt ein paar Optionen. Da leck mir doch am Arsch. Ich war auf 10 Servern und da gab's nicht eine Fraktion, immer nur MDP, die und das war's. 13. Boah, da leck mir doch den Arsch blank. Das geht doch nicht. Oha, als ob. Ah, das macht er wahrscheinlich nach, oder? Du verarschst mich jetzt nicht, oder? Na, kannst du selber auf den Fraktionsdiscord gucken. Boah, da leck mir doch am Arsch. In den anderen Server stand ich da wie eine Leberwurst und hab nur MDPD gespielt, mehr nicht. Ja, ne. Ja, es sind halt andere Server. Ich war fast ertrunken. Boah, da leck mir doch den Klötenhund, das geht doch. Ja, aber geht okay, doch. Sag's ja nicht noch 10 Mal, Digga. Nicht, als ob sowas überhaupt geht. Natürlich. Boah, das habt ihr alles mit eigener Hand alles aufgebaut. Ja. Boah, da leck mir die Klöten blitzenblank, das glaube ich euch nicht. Ich glaube, ich muss aber euch einreisen. Ich glaube, das ist so ein Fall, da müsste ich einfach einmal einreisen. Das ist wieder genau so ein Ding, Bruder. Warum ist da Batman? Und einmal selber schauen. Ja. Weil sowas geht nicht. Wie werde ich hier empfangen? Da leg mir doch die Klöten wund. Sehr schöner Support. Ich werde direkt gemoved. Sehr schöne Stimme hast du. Sehr sympathisch. Da leg mir doch die Klöten wund. Ich kann sowas echt nicht fassen. Ja, also unser Server gibt es ja jetzt auch nicht erst seit neuesten. Der gibt ja schon länger. Der heißt zwar CRNAP V2, weil CRNAP V1 auch schon. Genau, also ich wiederhole mich nicht so oft, aber da leck mir doch den Sack, zack, zack, weil das gefällt mir echt hier sehr, sehr gut. Ja. Nee, aber wie gesagt, also CRNAP V1 war auch Tom richtig chill. Lange. Ja. CRNAP V2, okay. Ich weiß gar nicht, wie lange es das schon gibt. Weiß ich jetzt auf jeden Fall auch schon. Länger, seit letztem Jahr auf jeden Fall, das weiß ich. Also leg mir die Klöten wund. Also das gefällt mir echt sehr, sehr gut hier. Ihr habt auch bestimmt viele Spieler und so, oder? Oder wie viele sind gerade online? Sagt dieser Gleck mal, das ist auch 10, 20 Mal durchgängig, oder? Oder? Es ist halt so, keine Ahnung, wie nach dem Motto so, wenn ich in der Uni sitze und ein Kollege von mir erzählt einen Witz und wir haben alle richtig darüber gelacht, weil der lustig ist. Und dann erzählt er später den Witz nochmals oder man erinnert sich an den Witz. Und dann macht ein anderer Kollege Anspielungen auf den Witz nochmal, macht man so den ganzen Tag. Und du kommst dann am Ende, wo es halt gar nicht mehr lustig ist und wiederholst es noch 10 Mal. Also ziehst du dich immer noch an Freezys Fame hoch, safe, Bruder, voll, weil bei ihm läuft halt. Viele... Ey, gerade wegen Schule, also ist ja viele haben noch Schule. Sagen wir so direkt abends um 17, 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr. Müsste ich gleich nachgucken, weil ich bin gar nicht... Was ist das für ein Kek in der Kamera rechts? Hä? Ach, Digga, halt dein Maul, Mann, das... Bro, ich guck da hin. Ach komm, lass mich in Ruhe. Da ja. Wegen Schule und so. Ja, die Schule ist echt, ja, die scheißt immer rein. Stresst halt. Ich weiß nur, gestern oder vorgestern um... zwischen 17 und 18 Wasser, ich glaube 80 ja. Leute oder so. Oh, Snow Waterman! Ja. Digga, Erik Stirnmann ist Raum, ja. Hä? Ich glaube, seine Küche ist nicht lustig, Digga. Nee. Aber sonst, also, ich sagte so, wenn ich irgendwas verpasst habe, sag war Prime 400 bis 500 Leute. Oh, genau ein Jahr. Da lenkt mich genau ein. Das kann das auch nicht. Ich finde, du musst dich auch von Freeze inspirieren lassen, vom Content und Schnitt her, sonst wird das nichts. komm, Ruhe. Ja. Vor über einem Jahr. Ja, vor über einem Jahr. Also letztes Jahr im Februar. Bis März. Doch, leck mich doch am Arsch. Ich war bei einem Server, waren nur mal 2-3 Leute drin, haben PD-Action gemacht, mehr nicht. Ja, gerade seit 3 Leute wegen Schule halt noch. Boah, da rasier mir die Klöten. Das gefällt mir echt sehr gut hier. Noch nicht mal drauf und sehr schöner Einblick hier. Ja, wie gesagt, in der Fraktion kannst du ja im Fraktionsdiscord gucken, welches da gibt, sondern. Die muss halt IC herausfinden, wo die sind, das kann ich jetzt nicht sagen. Also jetzt mal unter uns, ne? Ich bin arbeitslos und wenn es mir hier richtig gefällt, dann investiere ich hier in den Server rein. Ich booste euren Server, ich kaufe mir Imports, da wenn
Wenn das alles hier stimmt, dann mache ich das so. Genau, dann leg mir doch die Klöten rund. Das ist echt, das. Da investiere ich echt sehr gerne. Genau, Imports gibt's auch. Die kann man über unsere, also über unsere Website kaufen. Shop als Imports. Lass mich raten. Das mit dem Trinken ist auch geklaut. Ja oder nein? Ja, ich zahle das Doppelte. Wenn der Server so gut... Okay, wenigstens eine Sache, die er nicht geklaut hat. Das, dann ich zahl das Doppelte. Da kenne ich keine Gnade. Genau, es gibt halt gute animierte Autos, die da jetzt sind, die werden eigentlich nicht mehr ausgegeben. Hallo, willkommen ins Supportgespräch. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Und noch irgendeine andere Webseite, was gar nicht, wie die heißt, da darfst du Custom-Autos raussuchen. Genau, dann gibt's halt... Aber das hört man nicht im Discord wegen Geräuschen. Welchen sie einreisen? Genau. Ja. Dann gibt's halt Coins, ne? Oh, Coins gibt's auch noch. Ja. Coins. Boah, da schnabuliere ich den hier. Also, ja, Jungs, Video kommt sagen, danke online. Für die Info. Ich wiederhole mich nicht so oft, aber... Da leck mich doch am Arsch, da komme ich direkt vorbei. Ich mache direkt die Einreise gleich. Ich habe nach diesem Gespräch echt eine Querlatte. Das gefällt mir echt sehr, sehr gut hier. Und ich würde sagen, ja, sehen wir uns im IC-Leben. Er hat einfach nur ein paar Sachen gefragt, wie, ja, gibt es eine Fraktion, die sagen, ja, okay, sagt fünfmal, leck mir doch die Klöten. Ja, bis jetzt kein Steifen hält mich davon auf, hier reinzukommen. Okay, bis zum nächsten Mal beim Arschpolieren. Ciao. Ciao. Ja. Video war richtig geil, Digga. 10 von 10, Bruder.